Es wird langsam übel da draußen. Es war beinahe Nacht, als Emily wieder zurück in Ducedo war. Was genau hatte sie getan? Und wovon redete Detective Carnby? Ergaben ihre Funde irgendwelchen Sinn? Sie wusste nur, dass sie herausfinden wollte, was die drei Schritte des Vertrags umfassten und wie sie mit Dr. Gray zusammenhingen. Jeremy loswerden können, wird alles wieder normal. Wo du sagst, ich habe Miss Emily gesehen. Erinnerst du dich? Sie ist Jeremys Nichte. Sie sucht nach ihm. Genau. Sie hilft uns. Auf ihre Art. Solange sie uns nicht im Weg steht und der Mutter der 1000 Jungen. Davon weiß sie nichts und es kümmert sie nicht. Sie will nur zu Jeremy. Ich mach mir eher Sorgen wegen diesem Carnby-Typen. Er schnüffelt herum und stellt alle möglichen Fragen. Es tut weh. Ich wünschte, du würdest das lassen. Das ist echt gruselig. Die Pfleger Baptiste und Lottie waren ebenfalls zurück in Ducedo. Wie Bruchstücke von Emilys Vergangenheit, die sie heimsuchten. Sie konnte nicht entscheiden, ob sie auf ihrer Seite waren oder nicht. Und woran litt Lottie? Geht hier vor sich. Versperrt. Ich will den Pflegern jetzt nicht in die Arme laufen. Ich sollte einen anderen Weg finden. Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurricane zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern.
Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astarte das erste Mal in den Zeitungen. Cortez sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Decetos Geschichte besonders interessant. Selbst der bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Seto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Seto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub-Niggurath. Obwohl De Seto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astarte ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub-Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf De Setos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in De Seto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astarte-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist.
Mr. Waits muss einen Ersatzschlüssel für Dr. Grays Büro haben. Aber wo? Ich kenne die Kombination nicht. Moment, vielleicht kenne ich sie doch. Ich brauche den Schlüssel. Thank you.
Hey, junge Dame, wie ist der Abend bisher so? Durchmischt, würde ich sagen. Ja, das kenne ich. Das Leben geht rauf und runter wie in einem Fahrstuhl. Alles in Ordnung, Liebes? Wollen Sie meine Maske sehen, Miss? Sie ist fürs Johannesfest. Wie hast du... Soll das etwa mein... Au! Du musst lernen, dich zu fügen, kleines Mädchen. Warum verhältst du dich so? Was habe ich dir getan? Grace! Grace! Die Maske hatte Emily an ihren Vater erinnert. Es wirkte für sie nicht wie eine zufällige Verbindung, sondern wie eine absichtliche Anspielung des Kindes. Aber wie hätte Grace wissen können, wie er aussah? Und dass es Emily so beunruhigen würde? Und warum sollte sie diese Worte verwenden? Emily erschien dies mehr als seltsam. Es schien unmöglich. War es überhaupt passiert? Verlor sie den Verstand? Leih mir das nur kurz aus. Es fehlt noch etwas. Immerhin atmet er noch. Ich lasse ihn einfach erstmal schlafen. Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten, etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Es hat geklappt. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren, denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen
und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Da wären wir. Dr. Grays Büro. Dann sehen wir mal, ob wir hier Antworten finden. Emily fühlte sich verloren, als sie das Büro von Dr. Gray betrat, ähnlich wie bei ihrem letzten Besuch hier. Sie begann sich zu fragen, was sie hier zu finden hoffte. Sie folgte einfach einer Eingebung, dass Dr. Gray irgendwie mit dem Vertrag mit dem Schattenmann in Verbindung stand. Emily konnte sich nicht annähernd vorstellen, was für Beweise sie dafür benötigen würde, abgesehen von einem offenen Geständnis natürlich. Aber sie zweifelte daran, dass sie so etwas würde finden können. Sie klammerte sich an Strohhalme. Die Schritte des Vertrags waren für sie so verwirrend, dass sie einfach hoffte, auch nur die geringste Andeutung zu finden, wohin sie sich als nächstes wenden sollte. Sehr verehrter Dr. Menzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden, aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt, aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chthonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Taroeia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Chthonia bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Borgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson.